Hallo, hier ist die Redaktion Holtex und wir sind heute in der kleinen, aber feinen Welt. Ich bin der Professor. Und ich bin der Bullige und wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute steht auf dem Programm ein kleines Belagerungsgerät. Jo, ich fliege einfach mal drum rum, dann können die Leute das mal ein bisschen sehen. Was ist das denn für ein Belagerungsgerät? Ist eine Balliste, also genauen Wortlaut möchte man sich jetzt drüber streiten. Da haben wir gemerkt, so zwischen uns beiden gibt es auch Unterschiede, wie wir das jetzt benennen, aber ich sage Balliste. Balliste klingt ganz gut. Das ist eine Handballiste bei der Größe. Also, handfest ist es nicht. So viel können wir schon mal sagen. Also, Balliste ist früher, das hatten die Römer mal gebaut. Also, damit haben die zum Beispiel angefangen, mit Steinen zu verschleudern, so kleine Dinger für einen Mann. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen größer. Man schießt komplette Baumstämme hier durch die Gegend. Ja, mit den Leichen vorne dran, den toten Ja. Schädeln. Also das waren hier damals Sturköpfe, die Gegner. Und deswegen, weil die so hart sind, hat man die als Spitze verwendet. Ja. Hier haben wir auch noch mal ein ganzes Lager gebastelt. So ein Ja. Creeper-Kopf wäre geiler gewesen. Da sagst du was. Ich kann ja mal Dann schauen. explodiert das. Creeperkopf. Naja, Ach komm. ist auch egal, klein, aber fein, schnell Ja, durchmachen. wir sollten eigentlich genau uns beeilen. Also was braucht ihr dafür? Erstmal ein paar Fichtenholztreppen. Wo bin ich da? Eichenholztreppen meine ich natürlich. Schwarzeichenholz, Trichter. Dann brauchen wir noch Birkenholzstufen. Wir brauchen Eichenholz. Also eigentlich einen Baum, der da vorne drin liegt. Dann brauchen wir Eisenblöcke. Oder auch nur einen Eisenblock. Zauntore. Fichtenholztreppen und gewichtete Druckplatten. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich baue das mal hier direkt hier vor. Also, fangen wir erstmal mit den Rädern an. Ups, da und da. Da können wir die an die Seite platzieren, die äußeren Blöcke wieder wegmachen. Und dann haben wir jetzt hier zwei so Reifen stehen, die drei Genau. Blöcke auseinander sind. Jo, dazwischen kommen dann Trichter. Und jetzt müssen wir hier nochmal 2x3 machen. Möchtest du das mal tun? Der Achsabstand beträgt einen Freiraum. Also irgendwie zwei. Ja, die sind ziemlich dicht beieinander, damit die halt das hohe Gewicht gut tragen können. Und nicht so leicht im Matsch versinken. Ist vielleicht auch noch ein Faktor, der ganz wichtig ist dabei. Ja, ist alles ein bisschen stachig, die Konstruktion, aber ist halt Minecraft. Ja gut, ne? Soll jetzt nicht das Problem sein. Geländegängig muss es nicht sein. Wird vor Ort gebaut. Hier zwischen kommt dann so ein bisschen Eichenholz. Alles auf der, ja, einen halben Block freilassen und dann hier Eichenholzstufen platzieren. Und dann das Ganze ragt zwei Eichenstufblöcke nach hinten heraus. Da kommt dann unsere Kurbel drauf. Ja. Die Druckplatten habe ich schon in der Hand, die werden auf dem Trichter montiert, damit man da nicht reinfällt. Ich helfe mal mit. Ah, ich Fertig. habe genau eine gesetzt, das war jetzt sehr sinnvoll. Aber gut. Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Wie haben wir das hier gemacht? Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Baumstumpf. Also dieser Eisenblock, der kommt hier zwischen diesen vier gewichteten Druckplatten hinten hin. Wozu war der nochmal? Das ist dieses Ja, Schiebeding, das ist dieser zum Schlitten, ne? nach hinten ziehen, genau. Der sitzt hier drauf. Eigentlich hatten wir da Schienen gemacht, aber jetzt haben wir das da mit Zäunen, um den Bogen zu spannen. Also die kommen hier dann da dran. Jo. Und dann hier einfach vier, ja, Baumstämme dran. Ein vier Blöcke langer Baum im Prinzip. Kann vielleicht auch Den noch ein bisschen Schädel. länger. Einmal die Spitze als Spitze. Jo, das ist gut. Ich mache hier. Ups. Nee, der fünf lang, der war fünf lang. Verdammt, ich habe mich jetzt vertan. Genau, fünf lang kommt das Ding. Mach hier nochmal eine neue Spitze dran. Na klar. So. Und dann wird jetzt hier.
werden hier zwei Blöcke dran gesetzt aus Eichenholz und daran kommen dann zwei Platten und dann wird das hier so im Zickzack nach hinten geführt, genau so lang, also zwei weitere Blöcke. Dann kommt hier auf der Höhe im ein Blockabstand so ein Baumstamm dran und davor noch eine Treppe aus Fichtenholz, aus dunklen. Genau. Der Bullige macht das gerade auf der anderen Seite. Ich kann das ja, ich habe gerade den Baumstamm in der Hand. Genau. Ich habe die Treppe. Ups. Okay. Ja. Gut. Und dann müssen wir einfach nur noch mehr die ganzen Zäune platzieren. Soundtore sind Zauntore das. sind das, genau. Dazu mache ich mir hier mal Hilfsblöcke. So. Und Und ich dann setz schon mal, genau. platzieren wir die so. Das sind unsere Kabel oder Sehnen. Ja. Das sind eigentlich massive Hanf, also Hanfseil. stahlverstärkte Hanfseile, würde ich sagen. Oder mit so Ja, Lederriemen, dass die zusammen. genau. Das sind so zwei so dicke Hanfseile. Ja, dann haben wir hier natürlich auch noch zwei Hanfseile, genau. Zwei, die das Ganze halt spannen können. Und dann muss hier hinten die Kurbel hin. Hast du diesen komischen Block? Ja, genau. Ja, Tropenholz. Zack, der wird so platziert, dass links und rechts Da kommt dann man da Eiche gucken dran. kann. Genau. Genau. Tropenholz, einfach weil das so ein bisschen seilmäßig aussieht. Damit das Ganze, ja, wie so ein Seil ist. Kannst du nochmal den Tag auf Null stellen? Ja, perfekt. Gut, jetzt brauchen wir ganz viele Hebel. Ja, Upp. wir setzen alle Genau. Hebel in Bewegung. So, wir setzen hier auf jeder Seite einfach mal Hebel ringsherum um dieses Rad. Der Bullige kann uns dabei ja helfen auf der anderen Seite. Mist. Jetzt muss ich nochmal gucken hier von dieser Seite aus. So. Gut. Schnell wieder zumachen. Und die setzen wir dann so, dass die immer, also dass immer zwei in die gleiche Richtung schauen und das dann gegengesetzt ist auf beiden Seiten. Du musst den Block von hier hinten setzen. Hätte ich rausgefunden. Dafür mache ich Gut. das Loch zu. So. Hast du da jetzt schon Dingens? Nee. Nee. Oh, wir Das wollten doch wartet hier. natürlich keiner. So, ich mache jetzt mal schnell einen dran. Genau. Gut. Ich mache das Loch zu. Ja, das Zauntor machen wir schnell mal wieder zu. Dann kommt hier noch ein Hebel drauf. Das ist der Auslöser? Nee. Ja, doch. Doch, der Einmal lang. Auslöser. Wenn das nach ganz nach hinten gezogen ist, kann man daran ziehen. Und dann löst sich hier der Schlitten von dem Seil und das Ganze flitscht mit Vollkaracho nach vorne. Ja. Demonstriere mal. Aber irgendwie ein bisschen fehlerhaft, denn unsere beiden Führungskabel gehen ja auch auf. Aber naja, soll uns jetzt nicht stören, ist ja mehr zur Zierde. Dann brauchen wir jetzt einfach nur noch normale Zäune, die wir hier so ein bisschen zur Zierde hier vorne dran klatschen. Da drauf kommen natürlich Fackeln, ne? Sieht doch gut Ja. aus. Jo. Schön für eine Belagerung. Ich denke, das war's, ne? Also man kann natürlich, um das Ganze so ein bisschen schöner zu gestalten, hier noch ein paar Baumstämme daneben platzieren. Der ist zu kurz. Bisschen Deko. Ja, bisschen Deko, genau. Die werden dann ja da reingeladen. Irgendwie so ein Kran wäre vielleicht dann auch noch ganz hilfreich dafür. Oder das machen einfach starke Männer. Ja, So ein paar da findet sich Eisengolems. schon was. Jo. Gut. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen von uns beiden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.